Meinst du, du kannst mal zu der Tankstelle kommen bei 7166 und die Cops ablenken? Nein, nein, Vivi. Sag mal. War das jetzt die Reise nach Jerusalem, oder? Ja. Gefühlt ja. Ist das nicht Helmuts Auto? Oui. Also, ich weiß nicht, was das soll. Warum er jetzt wiederkommt, weißt du? Ich verstehe es auch nicht. Da ist Helmut. Helmut! Guten Abend. Wie geht's? Gut, und wie selber? Geht's dir? Ich hab gerade alleine Spaß und bin Autoscooter gefahren. Alleine? Ja. Yeah. No. Doch. Du warst jetzt lange Zeit nicht da, richtig? Ja. Puh. Hast du mitbekommen, was passiert ist? Nee. Wieso? Ist der Autoscooter zu? No. Wann war das mir? Ich weiß nicht mehr. Warte mal ganz kurz. Ihr qualmt mich so voll, ich muss selber eine rauchen. Ui. Eine oder so. Einen? Brauchst du einen? Nee. Noch nicht. Ui. Ich glaube eher danach. Ist noch gestern, nicht vorgestern. Mhm. Hatte Steini einen schweren Autounfall. Wer ist Steini? Der Taxifahrer. Ach so, ja. Und, ach so, Steini. Landsoßengang, ja. Oui. Und? Er hat es leider nicht geschafft. Er hat zu viel Blut verloren. Warte, Steini ist tot? Oui. Ja. Okay. Gut, dann ich guck mal, was ich sonst machen kann. Okay, schönen Abend. Ja. Okay. Das kam irgendwie unerwartet. Mhm. Oh. I gotta be careful though. My landlord has been complaining about the steak. Stupid. Ich glaube, ich kann schon. Oh, boah. Bitte? Wen hat er denn genannt? Ich glaube, die am Telefon. Junger Mann, haben Sie die Frau gerade genannt? Haben Sie die gerade. Au! Au, au! Hilfe! Ich hab geregelt. Geht's dir gut? Oh, das war meine Nase. Oh, der hat mir voll auf die Nase gehauen. Soll ich einen Krankenwagen rufen? Ich weiß nicht. Hallo. Wie sieht meine Nase aus? Warte, ich gucke. Läuft da Blut aus der Nase? Was machst du gerade? Ich suche mir eine Axt und gehe ein paar Leute metzeln. Ist ja mein Herz. Bis dann. Okay, tschüss. Habt ihr das gerade auch gesehen? gut? Oder auch nicht gut? Klar, nee. Hauptsache ans Handy beim Training. Es ist viel passiert heute. Das Verstörendste war Helmut, der nach einem Raketenwerfer gefragt hat. Und ich habe mich geprügelt wegen ihr. Wir wollten das nicht erzählen. Ah, Mia. Was? Chiri. Ich muss dir was zeigen. Warte, ich zeig dir ganz kurz was. So schlimm? Da. Mach den Mund zu, du sabberst. Gefällt es dir? Hallo, Chili. Ja, das gefällt mir sehr. Herzlich willkommen im Unicorn. Was darf ich dir bringen? Wieso also meinst hat du Mia sich wegen dir geprügelt? Ich gehe mich mal kurz umziehen. Ich bin gleich wieder da. Chili. Ja, bitte. Ich warte auf eine Antwort. Du siehst ja gut aus heute. Du auch. Hast du das neue Parfüm drauf?
Lenk nicht ab. Was möchtest du wissen? Was passiert ist? Wir waren am Pier. Und da war ein Typ, der vielleicht am Telefon seine Freundin als bezeichnet hat. Und dann bin ich noch zu ihm hin und habe ihm gesagt, dass man das nicht macht. Das ist unüblich. Und dann hat er mich angeschnauzt und hat mich weggeschubst und mir auf die Nase geboxt. Mir hat ihn dann geschlagen und dann ist er weggelaufen wie ein kleiner Hund. Was machen wir jetzt? Den Typen suchen, der dich geschlagen hat. Und Sirino. No, lass das. Dem habe ich schon gegeben. Ach, du belohnst ihn auch noch? Helmut? Bonjour, hallo, bonjour. Ja, ah. Fresse, bist du mal an das Telefon gegangen bist, ne? Wieso ich, du? Ich hab dich angerufen. Ja. Oh, Helmut ruft an, warte. Oh, sacre bleu. Helmut. Sag ich mir so nicht scheiße an. Wir wollten in den Klamottenladen schicken. Dieses Telefon, Helmut. Ui, wir fahren gleich zum Klamottenladen. Helmut, hallo? Grüß dich. Bonjour. Hey, ja, was? Hörst du mich? Ui, ich höre dich. Ja. Kannst du mir... Helmut? Helmut, ich... Ja, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich weiß, es kommt drauf an. Was möchtest du? Meinst du, du kannst mal zu der Tankstelle kommen bei 7166 und die Cops ablenken? Ich soll bei 7166 zu der Tankstelle kommen und die Cops ablenken. Ja, theoretisch. Warte. Da ist unten am Strand, also sozusagen Schritt gegenüber, links oben über dem Pier. Können wir das machen, die Siri, oder? Wir kommen gleich wieder, Arbeit ruft. Wir können mal vorbeifahren und die Situation angucken. Wir kommen mal vorbei, Helmut. Bis nachher. 7166, ja, okay. Richtig? Hey, ich bin hier versteckt. Ja, die fahren hier vermehrt Streife. Ich weiß nicht, ob, ne? Nur vielleicht kannst du mir gleich irgendwie sagen, wo die langfahren, oder? Oui, wir sagen dir dann, wo die langfahren. Also, die fahren da Streife und Helmut ist versteckt irgendwo. Ja, ja, genau. Wir sollen mal da vorbeifahren. Genau. Machen wir. Ja. Ich hab getönte Scheiben. Voll nett. Ich kann ihn in meinem Auto raus. Bis gleich. Chris auch ein Brötchen. Ein Brötchen, das ist gut. Bis gleich. Ich muss auch noch tanken. Wo ist Helmut? Hey! Helmut? Ja. Ja. Helmut, was machst du für Sachen? Ab dies. Dass die Cops hier noch rumfahren. No, ich denke nicht, ja. Was ist passiert? Ja, ich hab. Ich hab das gleiche gemacht wie die. Ich hab mich gerecht. Okay. Und dann sind die mir hinterhergefahren und haben währenddessen. Währenddessen? Ja, ja, ja. Währenddessen sie mich verfolgt haben. Die sind ja hinter mir. Ich hab Helmut gefunden, ihm geht's gut. Und jetzt warte ich eigentlich nur, bis ich hier wieder weg kann. Und dann das Auto schnell folieren lassen kann. Hi, grüß dich. Ey, Entschuldigung, ich wollte euch jetzt nirgendwo mit reinziehen oder so. No, alles gut. Ich bin nur ein bisschen verwirrt, aber ja. Alles wie immer, ne? Pass auf, ich hatte einen Baseballschläger und hatte einen Kürbis auf und ich dachte mir, weil jetzt hier, lustig, Halloween, ich erschrecke ein paar Leute und die einen haben das ein bisschen falsch aufgefasst und haben mir aufs Auto geschossen. Dann habe ich mir gerade eine Waffe besorgt und habe zurück auf deren Auto geschossen. Dann haben die mich jetzt verfolgt und währenddessen die Cops angerufen. Und jetzt bin ich auf der Flucht, also sozusagen war es ein Eigentor. Aber ich fühle mich, als würde ich leben. Und jetzt muss ich den Wagen, folieren lassen, weil das ist ein bisschen auffällig. War vielleicht ein bisschen blöd, das mit dem Auto zu machen. Na, aber warum ist der auffällig? Ja, ich sag mal, die schlauste Entscheidung war es nicht. Aber Spaß hat's gemacht. Also, alles richtig gelaufen, würde ich sagen. Ja.
auffällig, weil da Pisswasser halt draufsteht, ne? Ah, so okay. Ist das halt, ich dachte wegen der Krone auf die Dach. Ja, vielleicht auch das. Ja, ja, jetzt will ich den halt schnell folieren lassen und war auf dem Weg zur Werkstatt und dann überall Polizei und so. Deswegen, ich bin gerade voll hier, ne? Und so und. Sollen wir dir Geleitschutz geben oder so? Wir haben eben einen ganzen Haufen Sirenen gehört, aber ein ganzes Stück weg von hier tatsächlich. Mhm. Ja, dann ist für jetzt vielleicht jetzt gerade ein gutes Zeitfenster. Dann fahre ich jetzt zur Garage. Mhm. Ich danke euch vielmals. Ui, sag Bescheid, ja, wenn irgendwas ist. Und einen Raketenwerfer, ja, okay, habe ich übrigens nicht im Angebot. Passt. Schade. Ja gut, weiß ich Bescheid. Okay, ich muss, weil der wartet auf mich. Ich danke euch. Ui, nicht dafür. Was? Was? Mhm. Nichts. Was bitte? Gesundheit. Ich komme auf dich zurück. Okay, bis dann. Tschüss. Ui, bis dann. Tschüss. Entschuldigung. Ja, muss man ja nicht direkt den Mittelfinger zeigen. Tut mir schrecklich leid. Ja, manchmal sind deine Manieren nicht sehr französisch, mein Schatz. Oh, sacre bleu, dieses Telefon. Ich schmeiß es gleich aus dem Fenster. Ui? Ja, ich habe euch gerade gesehen. Kommt zu 7179. Könnte mich als seinen Anwalt ausgeben. Der ist doch gerade weggefahren mit dem Wasserauto. Hallo, hallo? Alles gut, ich kam raus. Ich kam raus. Alles oui, gut. Wir alles waren gut, jetzt da und raus. Wir. Alles gut, oui. Ich kam raus. Ja, ich irre dich. Ja, das ist ein Stoppschild gefahren. Ne? Wir, wollten, ja, okay. Also ich, wir wollten dich gerade rausholen. Nee, alles gut, ist alles perfekt. Okay. Ich danke euch vielmals gut, für dann. Eure. Mithilfe, war ja keine, ne? Wir wollten dir gerade. No. No, wir wollten dir gerade helfen. Elmut! Elmut! Elmut, hörst du mich? Tausend Jahre mit dem gelabert. Wir wollten dir gerade helfen kommen, aber es ist ja schon wieder vorbei. Genau. Ich danke. Ich stehe jetzt auf. Oui. Oui, okay. Tschüss.